sieht hier gerade nicht ganz klar. Was ist das? Oh, da haben wir doch wieder so eine kleine Tonne. Die nehmen wir auch mit. Wunderbar, ein bisschen EP gesammelt. Da haben wir noch so EP, her damit. Gern, da hat das blinkt. Wieder alte Münzen. Glaube ja. Oder es war nur EP, aber das ist auch in Ordnung. Das gefällt mir auch. Okay, wo geht's hier hin? Gut. So, hier hoch. Und weiter. Gut. Ich denke mal, jetzt haben wir hier ein bisschen was abgesucht. Und wir gehen jetzt mal hier in die Mitte hoch. Klettern schon mal hoch. Zack. Na, komm schon. Und die Stufe nehmen wir auch. Komm mit dem Mädel. Okay. Hier auch nicht. Kommst du hier hoch? Okay, dann machen wir bestimmt noch um die Ecke. Ja, so wird's gehen. Okay. Ja. Alles gut. Ein Glück war da gerade so eine Bullet Time. Sonst. Das Spiel jetzt. Sie sind fast drin. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Okay. Mein Herr. Ja, okay, das hat man schon. Wie kam ich hier gleich noch raus? Hallo? Irgendwie? Okay. Einmal richtig glatt anstellen, bitte. Boah, hoch. Wir müssen ein bisschen beeilen jetzt. Da die netten Herren ganz nah auf dem Berg sind. Die kleine glänzende Clara. Clara, halten wir uns sehr gefahren, diese Clara. Nee, die, hat sich auch die Ruhe zu nehmen. Okay, machen wir das gleich. Versuchen uns daran zu hängen oder wollen wir erstmal in den Gang rennen und dann wieder zurück? Gut, wir rennen jetzt mal in den Gang. Gut, das war einigermaßen knapp. Was haben wir hier? Hallo? Servus, hey? Okay. Holla, die Waldfee. Hier geht es wahrscheinlich eher wieder hoch, wenn man dort drüben versagt hat. Was ich euch jetzt zeigen werde. So. Und so. Da. Klasse, ne? Gut, nächster Versuch. Glänzt da. Okay. Zack. Oh. Ah, geschafft. Ne? Erst einmal richtig dämlich anstellen und dann geht's wie von selbst. Münzen. Die nehmen wir mit. Das gefällt.
Okay, können wir den Wasserstand wieder etwas erhöhen? Und ab dafür. Okay. Damit erhöhen wir den Wasserstand dauerhaft. Und werden vielleicht, wenn wir jetzt darüber springen, den noch weiter erhöhen. Upa. Upa. Okay, war nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Ich hatte gehofft, dass der sich einfach bloß erhöht, der Wasserstand noch weiter, und wir dann irgendwie da raufkommen. Aber... er hat uns direkt vom Fluss geschossen. Gut, wir werden ihn nochmal... Frage, ob das jetzt total müßig ist, das da hinzuschieben, weil das sowieso wieder noch da ist. Okay, also müssen wir da rauf auf die Plattform und dann so schnell es geht auf das Floß, das da jetzt scheinbar noch ist. Ja, das geht. Super. Können wir jetzt auch nach da oder müssen wir erst auf den anderen Floß springen? Dann gehen wir erstmal hier rüber. Zack. Gut. Das Vogelschiss auf dem Balken, also werden wir darauf müssen. Also Chapeau, Miss Croft. Gefunden. Ach, wir sind schon da. Wow. Sprengsätze legen! Wie bitte? Ihr Kumpel war erst bei dieser Organisation? Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt.
In Deckung! Stein auf den Kopf gekriegt. Ach, Mädel, nie ohne Helm los. Schön, jetzt können wir so ein, der Rad ist ein bisschen in Berliner. Die kriegen dann schon so. In emotionalen Zuständen verfällt. Ein Ursprungswert. Was ist das? Ein Kreuz. Okay, was ist jetzt mit den Trinity-Leuten? Die werden auch nicht alle jetzt hinüber sein. Das Croft-Anwesen in Surrey, England. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Oh!
uns nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. So fing es also an. Okay, also sie hat den Sturz samt Lawine überlebt. Welch Wunder. Wäre auch schön gewesen, wenn die Protagonistin gleich Bildschirmfläche verschwindet. Jonah scheint auch noch zu leben. Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss Schutz suchen. Ein kaltes Willkommen. Finden Sie einen Unterschlupf. Gut, das probieren wir dann nochmal. Gut, also war der eine Begleiter ich muss von den mich bewegen. Trinity-Leuten. Doch nicht schon mal, aber ich könnte schwören, das wäre das gleiche. Komm schon, du schaffst das. Mach und, schon. Strickmützen. Frisur. Unterschrift. Ein altes Camp. Das sieht ja fast mal ein bisschen aus. Okay. Jetzt Feuer machen. Ja. Das sagst du. Sagen Sie Material für Feuer und einen Unterschrift. Ja, gut, das kleine Stück Flamme wird es wohl nicht tun. Da hinten flattert aber was. Kommen wir da ran? Ja. Hier liegt Reisig. Reisig, das weiß ich. Okay, das könnte gehen. Ja, das haben wir schon. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Noch mehr? Oh! Und ein roter Hirsch. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Wilde, gefährliche Tiere. Auch noch am Start. Die sollten auch alles haben. Ernten Sie Pflanzen und holen sich Tiere, um Objekte herzustellen. Vielleicht irgendwas Nützliches. Okay. Also gibt's hier ganz offensichtlich Wölfe. Eigentlich wollte ich sagen, es gibt ganz offensichtlich ein Crafting-System. Zurück zum Camp. Aber Wölfe ebenso wie Charles. Na dann muss ja noch weiter werden. Verdammt! Komm!